Tiziano Cardosi und auch dafür, dass er uns klargemacht hat, dass trotz aller Unterschiede sich unsere Kämpfe im Kern so ähneln. Und dass es eben oben bleiben, ja. Und dass es im Kern eben neben dem Bahnhof auch um die Frage der Demokratie geht. Und wie wichtig diese Frage der Demokratie ist, kann ich vielleicht sagen, wenn ich hier oben stehe, es ist unglaublich. Ich sehe das Ende dieser Menschenmenge, die vor mir steht, nicht. Es ist ein wunderschöner Anblick, aber stellen Sie sich vor, diese Mengen müssten sich jetzt hier in der Lautenschlagerstraße drängen. Das wäre ein Unding. Und es kann doch nicht sein, dass bei einem 250-jährigen fünfjährigen Jubiläum der Montagsdemonstration wir hier unseren Demoort nicht selber bestimmen können. Und ich sage das, weil es ist besonders bitter für mich. Ich habe zweimal versucht, unseren Oberbürgermeister davon zu überzeugen, dass er nicht vor Gericht gehen soll. Und die Antwort war, Herr Rockenbauch, Sie müssen schon sehen, auch als Demonstrant muss man die Verhältnismäßigkeit wahren. Und gerade in dieser Zeit mit Weihnachtsmarkt und den Verkehrsproblemen bei Gerber und Milaneo. Ja, ich finde auch, das ist ein extra Applaus wert, wenn einem die Konsumbedürfnisse von den Menschen im Gerber und Milaneo wichtiger sind, wie die Freiheit und die Grundrechte auf Demonstrationsfreiheit, dann ist es mit der Demokratie auch in Stuttgart nicht so weit, wie wir es gerne immer angekündigt hören. Deswegen machen wir auch weiter mit oben bleiben. Und was wäre eine ordentliche Montagsdemo ohne ordentliches Equipment? Und deswegen freue ich mich zu sagen, es gibt neue Stuttgart 21 Aufkleber. Es gibt die Montagsdemos-Button fürs 250. Jubiläum. Es gibt Montagsdemo-Taschen und es gibt auch nachher für eine Aktion, und da möchte ich Sie bitten, sich damit einzudecken, Kerzen und Wunderkerzen, damit wir nachher den Schwabenstreich auch gemeinsam hier erleuchten können und hoffen auch, dass ein Funke überspringt auf die Oberen in Land und Stadt und bei der Bahn AG. Also sorgen Sie dafür, dass Sie nachher hier was zum Leuchten haben. Unser nächsten Redner muss ich nicht groß vorstellen. Er ist bekannt aus Film und Fernsehen, aber die wichtigste Rolle, finde ich, spielt er. Er muss da nicht spielen, er ist da am überzeugendsten, wenn es darum geht, als besondere Mahnung für eine soziale, ökologische und verantwortungsvolle Politik, die eben in den Mittelpunkt der Demokratie die Menschen und nicht die Mächtigen stellt. Das ist für mich zumindest die wichtigste Rolle. Und hier ist er, begrüßen Sie mit mir, Walter Sittler.